Hier haben wir von unserem Stützpunkt in Oldenburg, der Bezirksarchäologie in Oldenburg, ein sogenanntes Lackprofil ausleihen können. Das ist im Grunde genommen, man kann sich das so vorstellen, wie eine Scheibe, die mit dem Käsehobel von dem archäologischen Befund abgeschnitten worden ist. Also es hat hier eine Ausgrabung gegeben mit einem tiefen Loch. Das ist hier sozusagen diese Seite. Und man kann jetzt mit einem solchen Lackprofil diese Schichten ganz schön dokumentieren. Das Ganze funktioniert so. Der Befund wird sehr sauber mit einer Kelle und mit Werkzeugen geschnitten wie ein Stück Torte, sodass man die unterschiedlichen Schichten sehen kann. Dann wird ein Kunststofftextilgewebe dagegen gehalten und mit Kunstharz eingestrichen, richtig tief. Das heißt, der Kunstharzlack, das Kunstharz dringt in das Erdreich ein durch das Gewebe, härtet aus. Und dann kann man von dem archäologischen Befund wie einen Teppich diesen Kunstharzlack, Kunstharzgemischteppich abziehen und kann ihn hier sozusagen an die Wand heften. Das heißt, wir haben hier ein Präparat von Sediment aus der Grabung, das durch Kunstharz an Gewebe, Textil, Kunststofftextil kleben geblieben ist und jetzt sehr präzise hier diese Baustrukturen darstellen kann. Das Ganze ist passiert in der Kirche St. Amandus in Aschendorf. Das gehört zu Papenburg an der Ems. Das ist eine Kirche, die heute wie eine im Wesentlichen gotische Kirche aussieht, relativ unspektakulär. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier noch einige romanische Teile. Im Inneren sieht man eine ganze Reihe von romanischen Bauteilen, also ungefähr 1200 Jahre bietet diese Kirche. Die romanische Kirche des 13. Jahrhunderts ist noch einigermaßen gut erhalten, aber bei der Sanierung im Untergrund, Fußbodenheizung, Blitzschutz und so weiter, alles, was in so einer Kirche gemacht wird, ist man sehr, sehr tief in den Untergrund reingegangen, was übrigens in einer Kirche im Inneren statisch immer recht schwierig ist. Man darf ja hier Fundamente der tragenden Säulen nicht angreifen. Aber im Endeffekt haben wir hier einen solchen komplexen Schichtenkuchen und sehen jetzt hier, das ist der gewachsene Boden. Das ist der Boden, so hat er sich dargestellt, als die ersten Erbauer dieser sehr, sehr frühen Kirche hier eine Kirche bauten. Und in diesen Boden greifen hier verschiedene Strukturen ein, die sich wiederum von anderen Böden durchschnitten werden. Wir sehen hier zum Beispiel einen solchen ehemaligen Kirchenfußboden mit noch Holzresten von der Holzbearbeitung, die man brauchte zum Beispiel für den Dachstuhl. Und wenn wir uns jetzt diese ganze komplexe Geschichte, da oben sehen wir dann den Rest des Kirchenfußbodens und auch Brandschuttreste, da hat es auch zwischendrin mal gebrannt in der Kirche. Wenn wir jetzt dieses Puzzle, wie Archäologen das machen, wenn wir jetzt diese ganze dokumentierte Wand umzeichnen und durchnummerieren, dann ist das ja wie eine Art Puzzlespiel, dass wir versuchen, welcher Befund schneidet welchen. Also man kann hier zum Beispiel ganz schön sehen, dass dieser Befund hier, dieses Stück, in diesen etwas älteren Befund reinragt. Hier sehen wir wieder so eine Schichtstruktur. Und wenn wir das jetzt lesen, wie Archäologinnen und Archäologen einen solchen Boden lesen würden, in dem Untergrund mit der alten Bodenbildung, dann stellen wir fest, dass unter der Steinkirche insgesamt 5 Holzkirchen gewesen sind. Wir haben hier an dieser Umzeichnung eine gotische Kirche unter der heutigen, eine Steinkirche um 1300, eine Steinkirche, die frühes 13. Jahrhundert ist und dann verschiedene Phasen von Holzkirchen, die sich hier mit unterschiedlichen Bodenverfärbungen im Untergrund gut erhalten haben. Das heißt, wir kommen hier tatsächlich in eine Tiefe, die geht in das frühe 9., vielleicht sogar in das 8. Jahrhundert zurück. Und das ist tatsächlich sensationell. Das hätte man diesem Kirchenbau so gar nicht zugetraut.